Herzlich willkommen zurück zu meinem, deinem, unserem Let's Play Empyrion Galactic Survival. Mal wieder in der Mine-Fabrik mit Quiek. Also Mine heißt das Ding offiziell, aber so wie es hier quiekt, ist das schon fast wie in meinem letzten Let's Play, in der letzten Staffel mit Fabrik mit Quiek. Die Töne sind identisch gruselig. Hatte ich hier noch was entdeckt? Entdeckt mit Schreck. Zumindest nicht auf die Art und Weise. So, wo war denn das vorhin? Das war doch der offizielle Gang hier durch, richtig? Hier war der Fahrstuhl, den ich hätte nehmen sollen. Hör weiter runter. Was? Aber jetzt bin ich doch falsch. Wie bin ich vorhin da hingekommen? Verdammt, Axt! Das kann doch nicht wahr sein. Hier war es auch nicht, oder? Nein, immer noch nicht. Und hier bin ich von oben. Habe ich mich mal runtergebuddelt, richtig? Ja, richtig. Aber ich habe doch vorhin so einen Gang gefunden. Menu! Wie habe ich denn den gefunden? Bin ich hier weiter? Nein, bin ich nicht. Jetzt wird es hier auch noch dunkel. Ist doch gemein. Und noch dort weiter? Bin ich hier weitergegangen? Nein. Auf jeden Fall war es ein Fahrstuhl, den ich hätte auch einfach so benutzen können. Hätte ich weitergemacht wie geplant. Ja. Nein, hier ist es ja immer noch die Ecke. Waren so viele Fahrstühle, die nach unten geführt haben. Der erste, den wir gesehen hatten, der war der hier, ne? Oben rum, hier rein, hier runter. Hier oben habe ich mich nur aus Spaß durchgebuddelt. Richtig? Richtig? Bitte, bitte, richtig? Und der sollte doch irgendwo noch weitergehen. Ja, ich höre dich draußen. Aber jetzt dürfte auch wieder das Licht mal angehen. Es quietscht auf jeden Fall überall. Na, das können wir einfach. Ich find's nicht wieder. Das war schon mal der erste Fahrstuhl. Den ich ja auch so gefunden habe. Ach so, und hier war das Epic-Ding. Was ich so gefunden hatte.
Und hier ist noch ein Fahrstuhl. Der mich hier hinbringt. Das scheint da gewesen zu sein. So, und wie bin ich jetzt hier hingekommen? Hier hatte ich mich ja durchgegraben. Ja, hatte ich. Aus dem Raum raus, ja. Und hier? Ach, das war das. Ich hätte nur eins weitergehen brauchen. Und hier hatte ich mich durchgegraben. Weil es hier immer weiter rumging. Ach so. Hier geht es auch noch weiter. Und hier ging es weiter. Und ich wollte ja hier weitermachen, genau. Ich hätte jetzt gern hier eine gerade Linie, wo ich mal irgendwo wieder zurückkomme. Zumindest zügig zurückkomme. Und das wäre hier hoch gewesen, um dann in den Raum zu kommen und weiter hoch. Oder? Aber ich kann hier auch keine Fackel hinsetzen. Das piept mich ein. Und da drin geht es ja noch weiter. Wie man hörte. Geht es hier weiter? Ja, macht doch hier nicht auf einmal Ende im Gelände, oder? Ja. Was ist denn das schon wieder für ein Fahrstuhl? Ich will es erstmal gar nicht mehr wissen. Was? Ja, da sind sie. Da sind sie. Ich hab euch gesehen. Komme ich bis dahin? Ja, komme ich. Das sieht albern aus. Was habt ihr denn da gemacht? Da ist das eklig. Eklig. Da Finger nicht drin rum, ne? Aber ich muss doch. Und ne, Leute. Mache ich gerne weiter, aber dafür brauche ich einen besseren Einstieg. Wenn ich da drin weiter rumhapse, verliere ich die Übersicht. Und hier möchte ich dann auch einfach wieder rauskommen. Ach ja, genau so. Gut, gut. Ist da hinten noch einer? Ja, habe ich richtig gesehen. Ist hier noch was? Nein. Geh aber mal ganz schnell. Ganz schnell mit Shell. Ja. Hier steckt da noch irgendwo einer fest, wa? Kann ich mich hier in Sicherheit bringen? Ja, da steckt doch noch einer. Quatsch. Umgefallen.
So, ich sehe natürlich hier noch nichts. Das. Aber das Schöne ist, das Quiek hört auf. Dann würde das eventuell die ganze Fabrik gewesen sein. Schrägstrich Mine. Ihr wisst ja, was ich meine. Ah. Der Druck lässt nach. War ich hier schon mal? Dann könnte ich ja mal... Ja, ich höre dich da draußen. Mal hier ein bisschen rumgucken. Ist hier was drin? Nein. Warum auch? In den Blauen ist ja nie was drin. Die sind ja weiß, nicht? Ziehen was Schönes. Deswegen bin ich hier reingekommen. Oh. Oh. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ich weiß. Ich war's. Ich war euch sogar selber schuld. Lobby. Ja, kommt da dann wieder dieses Papageien-Igel-Föhnlicht. Die Papagei-ähnliche Vögelchen mit Schwachkopf, Schwachkopf. Ja. In dem Moment habe ich es auch verdient. Jetzt habe ich so viel Munition einstecken. Und das hier noch wegmachen. Ja, geheim war der Gang ja nicht. Man hätte ja nur die Türen benutzen müssen. Alles. Ja. Ja, man hört ja auch nichts mehr quietschen. Hier raus, ja. Und gekommen wären wir über diese ganze Reihe. Reihe rum. Und hier ist es, wo ich gerade herkam. Genau. Und hier rum und da rum. Und hier rum, darum, Löffelspiel. Komme ich jetzt zurück zu dir? Zu, genau, dem hier. Und das ist auch noch wirklich der da. Genau. Dann haben wir hier wirklich alles. Ja. Hier habe ich durchgecheckt. Das war von dort. Den Fahrstuhl habe ich nicht wieder gefunden. Warum nicht? Hier ging's rum, hier ging's rum. Ach, habe mich davon immer zu irritieren lassen. Habe gar nicht um die Ecke geguckt. Genau, so wie du es da draußen schreist. Und hier hatte ich mich runtergebuddelt. Genau. Das hat man auch alles auseinandergenommen auf geheime Verstecke geprüft. Da hinten das eine geheime Versteck gefunden. Hier nichts mehr, hier auch nichts mehr, hier auch nichts mehr. Schade. Und hier und da, das war das Geheime. Hier hatte ich auch alles rausgeholt. Hier noch irgendwas runter. Was kommt denn eigentlich bei raus, wenn man so eine Epic-Kiste lootet? Ja, selbe. Ja. Ja, ist ja gut da draußen. Ich komme ja schon hoch. Ja, gibt es da nichts mehr zu looten, großartig. Und kleinartig auch nicht. Haha, ha. Noch nicht drüber irgendwas vergessen in diesen kleinen Räumen. Das war der Anfang. Jetzt ja den kann man nicht kaputt gemacht. Ja, hier bin ich jetzt ewig im Kreis gelaufen. Naja, denn ein Kreis mehr nicht. Das macht's ja dann auch nicht mehr. Genau. So kam man dann hier auch durch. Schade.
wirklich alles rausgelootet. Ja, wo hätte ich jetzt den nächsten Krieg an mit so viel Munition einstecken? Ach, 280 Reichweite, 600er Reichweite. Da könnte ich mich doch schon... Episches Sturmgewehr, 430er Reichweite. Dann bringe ich erstmal alles wieder nach Hause. Habe ich überhaupt was drin? Nö. Das sind doch alle Holzmaterialien. Dann hätte ich hier meinen... Nein, habe ich jetzt hier nachgeladen? Ja, aber da war auch nicht mehr viel drin. Ich wollte schon mal pauschal alles nachladen, aber das lohnt sich ja nur mit den richtigen Waffen. Du kannst auch mal durchladen. Fertigladen. Ja, den Spaceport habe ich kaputt gemacht. Den haben wir gelootet und kaputt gemacht. Den haben wir gelootet und kaputt gemacht. Na, dann muss ich jetzt nochmal hier hochgucken. MS Vorderteil waren wir. Heck, wo waren wir? Hier oben ist der Pool. MS Titan Mittelteil, da waren wir. Guardian Tempel habe ich auch kaputt gemacht. Aber aus Versehen. Das war gar nicht mit Absicht. Nein, mit Kniff der, aber wer schießt denn auch mit dem Raketenwerfer, ne? Innen drin. Ja, ich. Schwachkopf, Schwachkopf. Den haben wir auch gelootet. Ja, gibt's denn noch Drohnenbasis? Huch, mal ein bisschen was essen. Ja, die Drohnenbasis. Gibt es denn hier noch irgendwas? Nein. Das war der kaputte. Hier sind wir gerade. Dann gehe ich mal hier zurück. Hier gibt es auch nichts mehr. Ich habe den Planeten geredet. Was? Da ist gar nichts mehr? Nur noch die eine Drohnenbasis? Das. Hier ist nichts mehr. Quatsch. Ich habe alles kaputt gemacht. Ja, den habe ich doch wirklich kaputt. Drohnenbasis. Drohnenbasis am Eisen. Ja. Im Mittelteil waren wir ja auch, da war ja auch nichts. Echt, nur noch die Drohnenbasis. Und die bringt ja auch keine Drohnen mehr, also. Was ist denn mit der passiert? Das werden wir uns dann wohl mal angucken müssen. Aber vorher fliege ich nochmal nach Hause, mal rundherum reparieren. Ja, ich schmeiß das Material doch raus. Ohren zu halten, jetzt wird nachgeladen. Jetzt wird nicht nachgeladen. Ja, 17 Mal. Was? Bin ich dran vorbei? Nein, noch nicht. Ach, hier wird's hell, das ist gut. Dann sehe ich wenigstens was beim Reparieren. Eventuell auch beim Landen. Check landen. Haha. Ja. Umdrehen. Umdrehen. Genau. Hier was rein, da was rein. Nein, das kann ich gerade nicht. Munition geht nicht. Das will ich alles raus. Pack es gleich in den Container, in den Konstruktor. Und das kommt dort drüben rein. Und das kommt da raus. Und zwar hier oben in den Kühlschrank rein. Ach, viel zu viele Konserven. Ja, die könnte ich auch gleich mal stecken, damit es auch mal wieder über 300 Haltbarkeit kommt. Ja, lustig, lustig. Tralalalala. Dein Reparaturgerät T2. Zeig mal, was du kannst. Da war was. Ja,
Das ist schön. Echt? Der ist auch noch ganz repariert. Das ist ja vorbildlich, wie ich hier rumfliege. Das ist neu. Ach nee, wir hatten ja keine Kampfhandlung mehr mit denen, ne? Ja, ja, ist noch was gewesen, kurzzeitig. Also echt cool mit dem Gerät. Ritt und fertig. Ja, hier auch nichts. Hier nichts. Keine Dellen drin. Sieht immer noch scheiße grau aus, aber ich hatte ja nie Zeit. Ach, habe ich heute auch nicht, denn wenn ich sehe, aus dem Augenwinkel, ja, die 20 Minuten sind schon wieder vorbei. Ja, das da drüben ist kaputt. Das da drüben ist auch gelootet. Ist nur noch die Drohnenbasis. Machen wir in der nächsten Folge. Gucken wir uns mal ein. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!